Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Über Transformatoren sprechen wir. Das letzte Mal haben wir ein bisschen gehört, wie so ein Transformator aufgebaut ist. Heute schauen wir uns einen Drehstromtransformator an, wie der aufgebaut ist. Ja, prinzipiell. Und zwar gibt es drei Phasen. Ja. Und wenn ich mir das vorstelle, ich habe hier eine Phase, den Eisenkern einer Phase, so zeichne ich den mal ein. Gut. Und das ist der Eisenkern einer Phase da. Okay. Und ich sage einfach, ich habe da eine Scheibenwicklung. Ich habe da eine Scheibenwicklung und da sind halt, da ist halt eine Wicklung drauf. Da geht's ab. Ja. Und da habe ich dann praktisch die zweite Wicklung gleich drauf. Ja. Das hat nur, ich habe halt nur zwei Scheiben. Da sind halt mehr Windungen da. Oder eine andere Anzahl an Windungen. Ja. Ja. Und das sind die zwei Windungen vor einer Phase. Okay? Darin der Strom. Das ist praktisch. Da haben wir die höhere Spannung. Das ist zumindest U, klein U sein. UVW heißen die wieder, diese Windungen. So schaut das aus. Ja, Windungen, oberspannungsseitig, unterspannungsseitig. Eine wird mit Großbuchstaben und eine mit Kleinbuchstaben bezeichnet, aber die zugehörigen Windungen tragen den gleichen Buchstaben, eben ein großer und ein kleiner. Und hier über diesen Rückkanal, da schließt sich praktisch der magnetische Fluss. Ja, jetzt brauche ich nur zwar, und ich versuche das hier jetzt einzuzeichnen mit so einer ja, da ist der zweite, und zwar den Teil immer, ja, diesen mittleren Teil, diesen mittleren, Schenkel da praktisch, den teile ich mir, okay, mit meiner Phase, wenn wir gleich sehen, was das für einen Sinn hat, ja, das ist der Eisenkern der zweiten Phase, ja. Und da hinten haben wir irgendwo den Eisenkern der dritten Phase. Ja. Ich habe das wieder versucht, das so, dass das ein bisschen ausschaut. Ein bisschen, nur ein bisschen wie 120 Grad, gell, weil das haben wir ja wieder da. So schaut das aus. Zack. Ja. Das sind die drei Phasen. Dann habe ich da, ich zeichne das, obwohl es auch Kupfer ist, natürlich jetzt in einer anderen Farbe ein. Ja. Das machen wir vorher mal so. Zack. Ich achte jetzt nicht mehr auf die Windungsanzahlen. Ja. Ich zeichne noch keine Lagen mehr ein. Ja. Das ist halt der V und der Klein V. Und da hinten machen wir eine. Das ist der W. Der klein W. Ja. So, und die schicken da alle ihr Magnetfeld durch praktisch. Ja. Und wie war denn das bei einer symmetrischen Belastung im Drehstrom? Ja, da hat es ja auch einen Neutralleiter gegeben bei der Sternschaltung. Das ist ja eigentlich so eine Sternschaltung, nur dieses Mal für den magnetischen Fluss. Ja. Und der magnetische Fluss ist natürlich auch 120 Grad Phasen verschoben. Das heißt, wenn man den der ist ein sinusförmig und wenn ich mir den magnetischen Fluss anschaue, dann ist halt irgendwie der Fluss VU, ja, darin der Summenfluss praktisch, da kommen ja alle Flüsse zusammen, ja, das ist der VU, da,
Dann 120 Grad später habe ich den Phi V, der ungefähr genauso lang ist, ja, bei symmetrischer Belastung. Und wieder 120 Grad später habe ich ein Phi W, und wenn ich die alle zusammenziehe, ist nix, kommt nichts außer. Ja. Das heißt, da in der Mitte, ja, habe ich bei symmetrischer Belastung keinen magnetischen Fluss. Die heben sich alle gegenseitig auf. Das heißt, die pfeifen nur alle praktisch da rum. Jetzt da habe ich da drinnen, ein Stück Eisen, was ich nicht brauche. Ähnlich wie der Neutralleiter, okay? Ähnlich wie der Neutralleiter. Dann denkt sich natürlich der gelernte Kaufmann, weg. Weg, brauche ich nicht. Ja? Weg. Gut, weg. Das wird auch gemacht. Ja? Wird auch gemacht. Jetzt drucken wir den Flach auch noch. Ja? Jetzt schaut das Ganze so aus. Habe ich praktisch so einen Eisenkern. Kuckuck-Eisenkern. Und wir haben hier drauf die Windungen. Zack. Und wie gesagt, Scheibenwindung oder wie auch immer, ja, UV. Ja, UU natürlich, UV, schau. UU. Ja. Dann haben wir da VV. V, V, vielleicht kennen Sie das kleine V mit so einem V auch hinten dran, gell, so wie das W da gemacht hat. Und dann haben wir da noch ein WW. So schaut das aus. Ja. Das wäre der Kerntyp. Ja, Kerntyp heißt das. Ja, also die Retourleitung praktisch steht jetzt in der Mitte, kann ich weglassen. Passt. Ja. Ich kann natürlich dann noch einen Manteltyp erzeugen. Der schaut halt so irgendwie aus, ja, dass man dann ein bisschen breiter vielleicht. Ja. Der schließt da außen auch nochmal rum praktisch. So vielleicht. Da ist mir jetzt der Stoff ausgegangen. Das sollte natürlich symmetrisch sein. Ja, und da sitzen sie halt da drauf, die Windungen. Ja. Da. Immer fleißiger wieder. Ja, weil ich denke, man kann sich es mittlerweile vorstellen. Zack, 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 zack. Da sitzen sie halt da drauf. Ja. Das heißt, es kann auch bei den äußeren Windungen praktisch der Fluss so geschlossen werden. Ja. W und W, V und V und U und U. Ja. Das ist der Manteltyp. Manteltyp. Bist du ein Manteltyp? Ist eine Jacke lieber. Ja. Kerntyp, Manteltyp, so ist die richtige Bezeichnung. Ja. Also das sind die, so entsteht ein Drehstromtransformator. Man muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, gell, weil dass ich das in der Mitte weglassen kann, das gilt ja nur bei symmetrischer Belastung. Weil ich eine asymmetrische Belastung habe, was in der Realität immer ist, dann heben sich diese magnetischen Flüsse nicht auf. Und dann kann es sein, dass man irgendwo das Material, dieses Kernmaterial, dieses ferromagnetische Material etwas mehr belasten, ja, und dort höhere Flussdichten erreichen,
So, jetzt kommen wir da eher in den Bereich der Sättigung. Okay? Und dann wird, da wird der ganze Trafo ein bisschen nicht linear. Auf das muss man ein bisschen, auf das muss man aufpassen. Also so Drehstromtransformatoren sollte man möglichst symmetrisch belasten, dass sie gut funktionieren, weil eben dieses ferromagnetische Material diese Magnetisierungskurven hat, die oben abflachen und die halt, wenn doppelte oder wenn eine andere magnetische Feldstärke da drinnen herrscht oder ein anderer magnetischer Fluss und somit eine andere magnetische Flussdichte, dann die Feldstärke einfach nicht linear irgendwie abhängig ist, sondern irgendwie. Ja, und dann kommt es da zu Verzerrungen, kann es zu Verzerrungen kommen da drinnen. Muss man aufpassen. Wenn wir sich anschauen bei der Ersatzschaltung, wie das überhaupt ausschaut. Ja. Aber bevor wir zur Ersatzschaltung kommen, bevor wir sprechen können, ja, wie schaut es denn real aus, überlegen wir uns einmal, wie so ein Transformator jetzt wirklich funktioniert in einer idealen Welt. Ja. Wir nehmen einfach einen Einphasentrafo her und überlegen Sie, wie der funktioniert. Ja, das ist nämlich das Thema des nächsten Videos. Funktionsweise eines Transformators auf Basis des Induktionsgesetzes, wenn wir das herleiten. Ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.